Moin moin und herzlich willkommen auf der Niedersachsen. Ich habe ja versprochen, dass ich von der Niedersachsen auch ein, zwei, drei Folgen. Jetzt hat er den Motor ausgemacht. Pro Woche bringe. Dafür fällt heute leider mal die Belleron aus. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Jetzt fahre ich gerade mein eigenes Getreide platt. So. Wie gut, dass ich mir den Weg hier durchgedroschen habe. Damit wir uns zum Hänger kämpfen können. Ja, von der Niedersachsen sollen eigentlich drei Folgen kommen. Von der verlorenen Ecke sollen eigentlich drei Folgen kommen. Von der Belleron und Holzwirtschaft sollen sich ja eigentlich immer abwechseln. Mal schaffe ich das, mal schaffe ich das nicht so, wie ich gerne möchte. Aber heute kommen dann auch wieder drei Folgen. So, einmal bitte entladen den guten Hafer. Können wir jetzt eigentlich... Ui, ui, wir können wieder mehr Kredit aufnehmen. Ich habe hier den 10 Millionen Euro Mod draußen und wir können wieder investieren. Oh, da ist auch wieder vorbei. Aber eine halbe Million haben wir wieder. Ich bin für Pferde. Wir haben kein Heu, ne? Aber das können wir noch ändern. Oder für noch ein Feld. So. Mit unserem süßen Drescher. Ich weiß, er ist eigentlich ein bisschen zu klein für die Map, aber ich denke mal, für den Anfang reicht das vollkommen aus. So, dann dresche ich doch hier mal noch eine etwas größere Schneise rein. Dass ich hier nicht so viel Angst haben muss, dass ich hier zu viel Getreide platt fahre. Ah, wunderbar. Das Stroh kannst du hier liegen lassen. So, die paar Halme kannst du auch gleich mitnehmen. Und wir machen ja auch schon Geld mit Lohnermissionen, beziehungsweise unser anderer Traktor ist ja fleißig dabei zu düngen. Ich hoffe, das klappt auch. Können wir gleich mal nachschauen. So. So, du drischst hier weiter, ne? Wunderschön. Da bist du nicht. Auf der 48 hast du... Welches Feld? Auf welchem Feld bist du denn gerade? Oh Gott. Auf der 48. Und wenn... Jo, unsere Prozente haben sich erhöht. Das klappt. Das ist doch schön. Dann kann der Fendt in Ruhe weiterarbeiten. Wir haben doch schon einen Hof gekauft, ne? Genau. Was ist denn... Ach, da sind Kartoffeln drauf. Ich wollte gerade fragen, was ist auf der 68 drauf? Das Feld ist auch schön klein, aber da sind Kartoffeln drauf. Habe ich nicht wirklich Bock, Lust zu ernten. Ja, auf der 122 ist Weizen drauf. Wäre da Raps oder so drauf, dann hätte ich mir das überlegt. Was ist auf der 65? Vor allen Dingen, wie teuer? Das sind auch wieder 229.000. Nie. Also ihr wisst ja, dass ich gerne mit Tieren spiele.
Ne? Also eine Map ohne Tiere ist für mich keine Map. Deswegen würde ich doch das besagte Geld, drehe ich jetzt in die, ja, ich drehe in die richtige Richtung. Hier ist unsere Schüttguthalle. Denn ich hätte echt gern die Halle, aber für fast eine halbe Million ist die mir gerade zu teuer. Da würde ich doch. Die Halle hier bevorzugen. Wenn ich sie dann richtig hingedreht kriege. Am liebsten noch eine zweite natürlich. Dass wir auch ein paar Maschinen unter Dach stellen können. Da schwindet nämlich schon wieder unser Geld. Dann holen wir uns nochmal so einen standard schicken Unterstand. Hätte ich beinahe gesagt. So, dann haben wir schon mal ein bisschen was für die Maschinen. Tools. Oh, ein Kescher. Zum Waschen. Tiere, habe ich gesagt. Nein, ich baue mir jetzt keinen riesen Dingsbums da. Hier, zack. Diese mini-kleinen Gehege, die müssen für den Anfang reichen. Und dann ist gut. Einmal Kühe. Ich weiß noch nicht, wie ich die füttern werde oder irgendwas anderes oder in die Richtung oder keine Ahnung. Hier passen 5 rein. Hier passen 8 rein. Hier passen 16 rein. Wir machen. Da ist das wieder mit dem Füttern so Käse. Gut, dann bauen wir doch mal den. Der passt doch noch hier ran, ne? 48 ist fertig. Oh, wir müssen zum Fendt. So, einmal eben schnell zum Fendt. Dann können wir uns schon mal Pferde halten. So. Du bist fertig. Abschließend, dann könnten wir die 26. Nee, das ist Beinpressen. Ach, wir machen erstmal. Wir sind bei der 48. Die 47. Zack. Wo blinkt es? In welche Richtung? In die Richtung. Machen wir doch gleich die 47 hinterher. Dann bauen wir uns nämlich zuerst so einen kleinen, kleinen Hof auf. Also wirklich klein. Dann mal schauen. Das hier dürfte die 47 sein. Habe ich recht? Yep, das ist sie. Dann bekommst du wieder einen Kurs verpasst. Yep, da sind wir genau drauf. Bringt auch nicht viel Geld, aber ist auch nicht so schlimm. Erster Wegpunkt. Viel Spaß. So. Und du müsstest gleich von alleine abladen können, oder nicht? Also der Leuchtturm ist schon mal frei. Das klappt schon mal. So, und du müsstest jetzt eigentlich zum Ferguson ganz normal alleine zurückfahren können. Ja, mach da auch, dann lädst du ab. So. Jawohl. Da habe ich doch wieder genießt. Ja, Schweine ist so eine Sache.
Ich glaube nicht, dass wir da alle Ressourcen zusammenkriegen. Schafe aber auf jeden Fall. Sorry, aber da bin ich auch erstmal für den Stall. Einfach weil hier mehr Schafe reingehen. Und die Schäfchen, die vermehren sich ja teilweise schneller als alles andere. So. Dann haben wir jetzt noch 281.000 Hühner könnten wir noch. Aber da würde ich echt gleich den großen Stall nehmen. Aha. Ich habe eine Idee. So. Dann würde ich mir jetzt aber gerne von den 200.000, wenn sich der Drescherfahrer, der mal beruhigt hat, auf seine Art und Weise, der ist anscheinend gerade ein bisschen dagegen oder dafür, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er gerade ziemlich kampfbereit, noch ein Feld kaufen. Wir haben ja ein Hafer, zwei Weizen. Dann kriegen wir die Pferdehühner versorgt. Die Kühe dürften wir eigentlich auch relativ versorgt kriegen. Durch die Wiese, die wir besitzen, hoffe ich. Ansonsten mähen wir die Hofwiese ab. Ein Rapsfeld oder so hätte ich gerne nur. Raps, Sojafeld. Aber ein Sonnenblumenfeld. Ja, Feld 5. Ein Rapsfeld haben wir sogar. Okay, dann ein Sojafeld oder so. Hier irgendwo in der Nähe. Was kostet das Maisfeld? Dann hätten wir, können wir uns doch noch Schweine holen. 246. Aber uns würden auch Kartoffeln fehlen. Was kostet die Wiese 101? Dann kaufen wir uns zur Not noch eine Wiese. 142. Das geht doch. So, da ist die Kohle auch wieder weg. Und jetzt haben wir schon 14.000 Liter Hafer drin. Und du wirst noch ein paar Folgen am Dreschen sein. Wenn ich zwischendurch mal Zeit habe und so, dann werde ich das Feld privat ein bisschen weiter dreschen. Also nicht, dass wir uns jetzt hier 3, 4 Monate lang nur Dreschen angucken müssen. Und dann werde ich nebenbei auch mit Lohnermissionen machen und euch natürlich dann auch berichten, wie es gelaufen ist. Alles Interessante mache ich dann natürlich mit euch auch in den Folgen. Tiere kaufen, etc. So, dass es denn auch immer interessant bleibt. Aber dann würde ich jetzt schon wieder sagen, da die Zeit drängelt, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Einen guten Appetit, falls ihr gerade am Essen seid. Ich muss mich leider verabschieden, weil ich auch zur Arbeit muss jetzt. Wir sehen uns heute Abend nochmal wieder. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut, lasst euch nicht ärgern.